Das Leben auf dem Land spielt schon eine sehr große Rolle in meiner Arbeit und in meinem Leben. Dieses Licht, dieser Himmel, diese Farben, das ist sehr inspirierend. Und die Uckermark ist toll, das ist einfach schön. Diese Horizonte, die Himmel, die Landschaft, diese Hügel. Zurzeit ist mein zentrales Thema Wohnen, Leben, hat sich so verstärkt seit Corona. Und da ich früher am Theater gearbeitet habe als Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin, fange ich wieder an, kleine Räume zu bauen, so wie man das im Modell am Theater gemacht hat. Sowas mache ich zurzeit, kleine Räume bauen, aus Lebenssituationen, immer so mit einem kleinen Hintergrund. Wenn ich diese Räume baue, dann werden die natürlich nicht mit Leben in dem Sinne gefüllt, aber das ist eine Idee, das sind Gedanken und es bleibt jedem frei, sich selber auszudenken oder zu spüren, was er mit diesem Raum anfängt oder nicht. Also es ist offen. Man muss sich einlassen auf meine Sachen, die sind nicht sofort, denke ich, zugänglich oder verständlich. Ich nehme kleine Schachteln dazu, alles, was ich so finde. Ich sammle auch ganz viele Pappschachteln, die immer rumliegen und die schade sind, wegzuwerfen. Und dann fange ich an, solche Sachen zu bauen. Das ist noch nicht fertig, das ist noch im Entstehen. Aber aus solchen Kästen, die man findet, Kästen, Schachteln, Papier, Fundstücke, Scherben, Muscheln. Man mag ja eigentlich jedes seiner Kinder. Also ich könnte jetzt nicht sagen, was ich am liebsten mag oder wozu ich am stärksten tendiere. Meine Arbeiten wandeln sich ja auch immer so alle paar Jahre. Früher habe ich viel gemalt, das mache ich jetzt eher weniger. Also oftmals ist es ja so, dass Menschen kommen, gucken und erstmal gar nicht wissen, was mache ich damit. Und dann schauen sie genauer hin. Ich sage immer, gucken Sie ruhig ein bisschen länger, schauen Sie ein bisschen tiefer. Und dann fangen die an zu schmunzeln und sich zu freuen und sagen, ah ja, alles klar, jetzt verstehe ich das. Diese Collage oder Assemblage ist ja eher eine Assemblage. Das war eine Idee aus Venedig, als wir letztes Jahr in Venedig zur Biennale waren, zur Kunstbiennale. Die ganze Stadt inspiriert mich. Das ist so dieser marode Charme, dieses Leben. Ich meine, es ist dieses italienische Leben. Und es ist ja auch nicht wirklich italienisch, es ist halt venezianisch. Das ist schon was anderes als unser Leben hier. Es ist ja nicht alles Venedig, sondern es sind ja jetzt ein oder zwei Objekte. Aber werde ich sicher dran weiterarbeiten an dem Thema. Und es kommt einfach eine Idee. Ich kann nicht sagen, wo die herkommt, warum die kommt. Die kommt einfach, die ist da. Dann mache ich Skizzen dazu, schreibe was dazu und dann setze ich das um. Also dann kommt so alles rein, was ich da finde. Das war auch so ein Projekt, noch eine Ausstellung zusammen mit der Umkunstgruppe. Und ich habe überlegt, wie ich das umsetzen kann. Und da kam ich auf die Idee, diese Bücher zu nehmen, weil sich daraus auch wieder Räume erschließen. Das hat ja was Räumliches. Also wenn man da reinschaut, es ist immer ein kleiner Raum nach dem anderen. Und es hieß, sind Sie ein Voyeur? Weil jeder schaut in diese Räume rein und guckt in das Leben der anderen.
Im Leben verändert sich ja auch so viel. Und dadurch entstehen so viele Veränderungen auch in meinen Arbeiten, glaube ich. Es sind einfach immer neue Ideen, die da sind. Und Ideen brauchen auch eine unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten.